Das sogenannte Damenschlafzimmer, Herr Kirstein. Ich wusste gar nicht, dass die Frauen nicht bei ihren Ehepartnern nächtigen durften. Nein, das war in Gästehäusern eigentlich üblich, dass man getrennt geschlafen hat. Der Staatsgast sozusagen in einem Zimmer und die Ehefrau dann hier in diesem Schlafzimmer. Also das war eigentlich international üblich, dass man getrennt geschlafen hat. Ja. Auch im Westen war das so, auch in Schloss Gümlich und dem Hotel Petersberg. Und wer hat hier in diesem Zimmer geschlafen? Also die Ehefrau und der Staatsgäste, die erste Dame, die hier nachweislich übernachtet hat, war Viktoria Brezhneva, also die Ehefrau von Leonid Brezhnev, die war einmal mit als Gast hier in der DDR. Dann natürlich Raisa Gorbatschowa hat dreimal übernachtet in Schönhausen, aber auch Elena Ceausescu, die Frau des rumänischen Diktators, hat hier übernachtet. Oder Jovanka Broz, die Frau von Tito. Und der letzte Staatsgast war eigentlich Königin Beatrix, aber die kam erst nach dem Fall der Mauer. Im April 1991 war sie hier mit Prinz Klaus zu Gast. Da noch ein Butler dazu oder wie war das? Naja, also die Königin hatte Hofdamen auch dabei, die im zweiten Obergeschoss hier im Haus geschlafen haben, aber sonst die DDR-Staatsgäste natürlich nicht. Also es gab hier angestellte Mitarbeiter des Ministerrates, die sich dann gekümmert haben um den Staatsgast. Es gab eine Hausdame, eine Direktrice, die hier sozusagen um die Belange sich gekümmert hat. Es gab natürlich Angestellte, es gab dann Kellner für das Frühstück und das war alles da. Ich glaube, das waren so um die 50 Personen, die hier sich gesorgt haben um das leibliche Wohl des Gastes. Aber man muss dazu sagen, dass immer wenn der Staatsgast kam, mussten die Angestellten die zweite Reihe zurücktreten. Dann kamen Mitarbeiter der Stadtsicherheit aus Wandlitz, die dann sozusagen das Kellnern übernommen haben, die sich dann für um die Gäste gekümmert haben, die gekocht haben für den Gast. Das hat nicht der Koch des Hauses gemacht. Dann kam dann die Stadtsicherheit vorbei und hat selber gekocht. Bei den Recherchen haben wir erfahren, dass selbst die kosmetischen Produkte, die in den Bädern lagen, Westprodukte waren. Das waren Nivea-Produkte, die aber auch die Stasi verteilt hat. Also die Hausangestellten selber haben die gar nicht berührt. Die kamen dann hier an aus Wandlitz und haben diese Cremes irgendwie und Shampoos verteilt. Und wenn der Staatsgast weg war, dann wurden die wieder eingesammelt. Erst in den späten DDR-Zeiten, so ab 1987, 88, dann waren es auch Produkte aus DDR-Produktion der Pflegeserie Koivo. Die wurde dann auch hier verwendet für die Staatsgäste. Wie sah es eigentlich mit der Überwachung aus? Dann wird es doch sicherlich auch überall Wanzen und Kameras gegeben haben. Genau, wir haben im Stasi-Archiv auch Unterlagen gefunden. Die Steckdosen und die Lichtschalter waren verwanzt und auch die Telefone wurden abgehört. Und da aber die Überwachung in den Steckdosen wohl nicht so gut funktionierte, die Abhörtechnik, hat man versucht auch die Gespräche in den Räumen auch mit Hochfrequenztechnik abzuhören. Aber auch das war nicht so erfolgreich und 1988 dann brachen leider die Aufzeichnungen ab. Wir wissen also nicht, was da noch bis 1989 hier passierte, aber auf jeden Fall war das Haus gut verwanzt, ja. Aber Staatsgeheimnisse hat man nicht ausforschen können. Also da haben wir keine Unterlagen gefunden, das wissen wir nicht, aber wir wissen auch, dass viele Gespräche auch im Freien dann stattgefunden haben, weil auch gerade die westlichen Staatsgäste schon sowas geahnt haben, dass natürlich die Räume hier abgehört werden. Und die Männer bzw. die Ehepartner, die schliefen dann auf der gleichen Etage gegenüber des Flures. Genau, also die haben dann separat geschlafen. Es kam auch mal vor, wenn zwei Staatsgäste kamen, wie der Ungar, Janosch Kadar, und mit dem Außenminister da war, der Außenminister hier geschlafen und dann der Generalsekretär im Herrenschlafzimmer. Also das wurde sozusagen unterteilt. Aber wenn Leonid Brezhnev zum Beispiel zu Gast war, dann hat die Delegation der Sowjetunion hier im Schloss übernachtet und die anderen KP-Chefs oder auch Generalsekretäre von Polen, Bulgarien, Ungarn haben da nicht hier im Haus, sondern im Apartmenthaus gegenüber des Schlosses übernachtet. Die mussten sozusagen dann einen Rang sozusagen runtergehen. Wer war eigentlich am häufigsten hier?
Leonid Brezhnev war fünfmal hier. Das war also der häufigste Staatsgast, aber auch Gustav Husák aus der Tschechoslowakei war auch viermal zu Gast. Die haben ja alle wahnsinnig lange amtiert, diese kommunistischen Generalsekretäre. Und deswegen waren die auch 3 bis 4 Mal jeweils dann hier in Schönhausen. Quasi fast unterm Dach, Herr Kirstein, gibt es noch mal die theoretische Einstimmung ins Thema. Was kann ich hier erfahren? Zum Beispiel, wie begann der Staatsbesuch, wo hat er begonnen? Und wir thematisieren auch die sogenannte Protokollstrecke, also wo ist der Gast langgefahren, wenn er vom Flughafen Schönefeld abgeholt worden ist? Wo verlief diese sogenannte Protokollstrecke? Und wie war das eigentlich in Ost und West? Im Osten musste man ja Spalier stehen, das war mehr Verpflichtungen. Da wurde man ja aufgerufen, von Betrieben, Kombinaten an der Strecke zu stehen, um den Gast zu bejubeln. Und im Westen war es doch freiwillig aus Neugier. Zeigen auch, wir haben Medienstationen, da kann der Besucher sich sozusagen informieren, Ankunft der Gäste, Verleihung von Orden Ost und West, Überreichung von Geschenken, das ist alles ihm selber überlassen. Wir haben einen kleinen Film auch, wo eben die Schlösser im Mittelpunkt stehen, den kann man sich anschauen. Wir haben Hörstationen, wo man Zeitzeugeninterviews sich anhören kann. Die ehemalige Oberkellnerin erzählt von ihren Tätigkeiten hier im Schloss in den 70er und 80er Jahren und der ehemalige Chefkoch, der über 30 Jahre lang hier gekocht hat, erzählt eben auch, wie war das eigentlich, was gab es zu essen und all das kann der Gast dann sich anhören. Wir zeigen hier auch, wie ging es eigentlich mit diesen Schlössern nach dem Fall der Mauer weiter mit Augustusburg und Schönhausen. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Und das, die Anzugsordnung in der Diplomatie, was trug man eigentlich in Ost und West, wenn man die Staatsgäste empfangen hat oder wenn es abends die großen Bankette gab. Und auch das Areal Schönhausen, was gehörte eigentlich alles zu diesem Areal? Nicht nur das Schloss, es gab das Apartmenthaus, es gab noch ein Gästehaus. Und der Unterschied zum Westen war auch, dass dieses Areal abgesperrt war. Man kam hier nicht hin einfach so. Die Stadtsicherheit, das Ministerium hat eben dieses Areal abgesperrt. Zuerst gehörte auch das sogenannte Städtchen dazu, also der Majakowski-Ring, wo ja auch die DDR-Größen gewohnt haben, wie Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Otto Grote wohl. Aber 1972 wurde der Sperrkreis verringert, weil die Weltfestspiele ins Haus standen und wollte man ein weltoffenes Berlin präsentieren. Angela Davis, die US-amerikanische Bürgerrechtlerin, wohnte am Majakowski-Ring. Es passt ja nicht ins Bild, dass man dann abgesperrtes Areal hat. Deswegen ist der Sperrkreis verkleinert worden. Aber hier hat das Ministerium für Staatssicherheit gestanden. Felix Dzerzhinsky ist das Wachregiment, die eben sozusagen die Staatsgäste bewacht haben und auch das Areal. Und kein Pankow und kein Berliner hat das Areal betreten dürfen. Das war der Unterschied zwischen dem Westen und Osten. In Augustusburg bei den großen Staatsempfängen haben Künstler teilgenommen oder Wissenschaftler, Sportler. Das war doch ein recht offenes, freundlicher Abend und das war halt hier nicht der Fall. Ansonsten, welches Fazit würden Sie jetzt ziehen, beziehungsweise Vergleich Ost-West in der Unterbringung, von der Qualität der Unterbringung? Also die Unterbringung in Ost und West, da gab es gar nicht so viel Unterschiede, auch von der Innenausstattung. Wir haben das ja unten schon gesehen, im Schloss Gümnich, das ist seit den 70er Jahren das Gästeschloss gewesen der Bundesregierung. Die Inneneinrichtung war fast identisch mit der in Schönhausen. Es gab viele Parallelen, also da gibt es viele Dinge, die sich angleichen im Grunde genommen. Aber dass sich im DDR hier doch so ein Barockschloss geleistet hat als Repräsentationsort, das war schon was Besonderes und das zeigte auch, welchen Anspruch man erhob auf der Bühne der Weltpolitik. Musik
Sie sagten, Sie haben ja auch mit Zeitzeugen zusammengearbeitet. Wie haben Sie überhaupt noch Kontakt zu denen bekommen? Also meist war es Zufall. Den Chefkoch, den habe ich kennengelernt über eine Freundin, die ihn sozusagen kannte. Ich habe über die Ausstellung erzählt, dass wir die vorbereiten. Ich sagte, Mensch, ich kenne da noch jemanden, der hat hier gekocht. Und so kam der Kontakt zustande. Und die ehemalige Oberkellnerin war in einer Führung hier 2008, bevor wir das Haus eröffnet hatten. Und mein Kollege hat damals die Telefonnummer von ihr abgeschrieben. Er hat sie ihr gegeben. Und es ist jetzt 6 Jahre her. Und ich habe gezittert, dass ich die Dame noch erreiche. Ich wusste nicht, ob die Nummer noch gültig ist. Und in der Tat war es so. Und sie war sehr freundlich und hat uns dann erzählt, wie war das hier eigentlich in Schönhausen? Wissen Sie, die Zeit, die noch so jung ist und noch nicht so weit zurückliegt, wissen wir so wenig. Meist wissen wir mehr über das 18. Jahrhundert als über die jüngste Vergangenheit. Und das haben wir, glaube ich, aufbrechen können ein bisschen durch diese Ausstellung. Sie haben es ja vorhin schon kurz erwähnt. Man erfährt auch, wie es nach der Wende hier weiterging mit dem Schloss. Wie war es denn so unmittelbar zur Ende der DDR-Zeit? Also das Areal war ja 1990 bis dann abgesperrt. Es war kein Gast mehr hier bis 1990. 1991 kam nochmal die holländische Königin Beatrix. Der Schlosspark war noch verschlossen. Ostern 1991 war das erste Mal, gab es die Möglichkeit für die Pankower, den Schlosspark wieder zu besuchen. Das ist genau 25 Jahre her übrigens. Und erst dann 1993, dann ist der Park auch an den Werktagen eröffnet worden. Das Schloss war geschlossen. Der Senat hat das Haus noch gelegentlich genutzt für protokollarische Zwecke. Aber sonst haben sich Pankower Vereine sehr um das Schloss gekümmert, haben es geöffnet, auch an den Wochenenden haben Führungen gemacht, Vorträge, Konzerte und haben auch sehr dazu beigetragen, dass wir als Schlösserstiftung das Areal dann übereignet bekommen. Wie lange ist die Ausstellung jetzt noch hier zu sehen, Herr Kirstein? Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. Juli und ist täglich zu sehen von 10 bis 18 Uhr, außer am Montag. Und wenn man es verpasst, dann muss man zum Schloss Augustusburg fahren? Genau, ab 30. Juli ist die in Brühl zu sehen, im Schloss Augustusburg, dann bis Anfang November 2016. Dankeschön. Bitteschön.